Ui, was passiert denn hier? Oh, das Tier. Und was ist das linke da? Ein Skelett, oder? Maxim! Oh Gott, da hauen die uns drauf. Oh, was ist das denn? Ein Goblin und ein Skelett. Ich finde das so geil, dass die Gegner genauso heißen, wie sie da heißen sollten. Ja, und das ist ein Skelettor. Skelettor, okay. Naja, gut, ist sowas ähnliches. Moment mal, wir hatten doch jetzt eine Zornattacke. Bomber, da haben wir doch alles. Trifft alle Gegner. Hört sich doch gut an. Bomber, zack! Ja, siehste. Kein Ding. Ja, und der Schaden hält sich. Moment mal, nee, den will ich fokussieren. Aber das ist ja krass, der Skeletor muss weg. Sag, mache ich so mehr Schaden? Nee, mache ich gar nicht. Ach, ist auch egal, der ist weg. Hauen wir noch. Komm, hauen wir einfach weg. Zack, der müsste jetzt auch fallen, denke ich mal. Ja, weg ist er schon. Bam, 100 Goldmünzen. Maxim! Tia, was machst du denn hier? Ich fühlte mich so einsam. Ich hatte Angst, du würdest fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Oh nein, bitte nicht. Tut mir leid, aber ich stelle mir das so vor, die ist total traurig und dann so eiskalt. Doch, doch. Aber warum nur? Erinnerst du dich noch an die rote Lichtkugel, die nach Norden flog? Ja. Dieses Licht birgt eine Macht, die die Welt zerstören könnte. So hat es man mir erzählt. Die Welt zerstören? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Die Monster haben bereits damit angefangen, Menschen anzugreifen. Und warum musst du ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist zwar stärker, als man denken mag, aber es ist dir nicht noch... Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber tut mir leid. So. Ist es dir nicht auch aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen. Ohne diese Kunst je erlernt zu haben. Das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Ich muss es einfach rausfinden. Also wirst du wirklich gehen, Maxim? Ich werde bleiben. Hä? Das stimmt nicht. Was? Warum? Wir werden zusammen gehen. Was? Nein, unmöglich. Ich kann dich nicht mitnehmen, Tia. Hey, ich führe einen Waffenladen und du und... Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit einem Schwert umgeht. Warte, Tia. Lauf hier nicht so herum. Es ist sehr gefährlich. Weiß ich auch. Tia! Oh, noch ein Kampf. Oh Mann, die blöde... Ja, lassen wir es. Okay, dann möchte ich mal kurz mir meine magische Kraft benutzen, mal eben ein bisschen vollheilen. Oh, dann können wir auch direkt mal den Zauber ausprobieren. Ein Tropfen. 41. Oh, das steigt. Ah, warte mal eben. Können wir irgendwie die Statuswerte hier irgendwie sehen? Nee. Wir hatten noch so Statuswerte, die ich nicht so wirklich verstanden habe. Weil ist das irgendwie so, dass irgendwie die Magiezahlen irgendwie erhöht. Also die Kraft davon, der Zauberschaden oder Heilung oder irgendwie sowas. Gut, dann machen wir jetzt den Tropfen. Kostet 4 Magiepunkte. Mal gucken, was passiert. Goblin. Attacke. Und... Ui. 31. Gar nicht mal so schlecht. Oh. Cool. Und wieder weg. Bist du verrückt? Danke, Maxim. Es tut mir leid. Ich... Ist schon gut, Tia. Wir werden zusammen gehen. Einverstanden. Tia schließt sich an. Verdammt, ich hab's versaut. Verdammt nochmal. Tia schließt sich an. Oh, ich wollte das so schön sagen. Jetzt mit der Musik wollte ich das so schön sagen. Jetzt hab ich versaut. Ah. Tut mir leid, ich kann heute nicht so gut lesen, finde ich. Also ich verstottere hier ein bisschen. Das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht zu viel Cola getrunken. So, Moment mal, was rede ich eigentlich? Wir haben einen neuen Typen in der Gruppe. Ein Mädchen in der Gruppe. Ist das nicht mal cool? Wir sind ja schon mal zu zweit. Das ist schon mal cool. Denn, ich habe mir so überlegt, weil ich finde, ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, wieso wir schon so oft gestorben sind. Und ich kam zu dem Schluss, zumindest hoffe ich das, ich glaube, jetzt, wo wir zu zweit sind und zwei Leute gleichzeitig zu koordinieren, wisst, was ich meine, haben, da wird es, glaube ich, bedeutend einfacher. Hoffe ich zumindest. Ich möchte mir diese Illusion gerne aufrechterhalten. Ich hoffe mal, ist es so. Cool, dann haben wir das Tier vergessen. Aber Moment mal, das war aber vorher, war die aber nicht dort, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Nee, die war da vorher nicht. Oder? Nee, die war da vorher nicht. Und wenn
wenn doch, dann habe ich irgendwas vergessen. Ist auch egal. Wir gehen mal kurz schlafen. Natürlich getrennt. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt hier sagt. Das ist die hübsche junge Frau, von der ich dir bereits erzählt habe. Mhm, okay, gut, dann haben wir das wahrscheinlich erledigt. Gucken, reden nochmal mit den Leuten zur Sicherheit nur nochmal. Wo willst du denn hin? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Du solltest nach Lunaria gehen, ja, ja, Krönung und Krone, ja, das ist so schöne Wörterchen hier. Dann haben wir jetzt auch, denke ich mal, alles erledigt. Wer führt jetzt eigentlich den Waffenladen von hier? Ist ja auch egal. So, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt über die Brücke gehen können. Oh, zack. Ah, sie hat eine Peitsche. Ah, Moment mal eben. Da kommt man eine Peitsche im Laden kaufen. Würde mich gerne interessieren, ob sie eine gute Peitsche hat oder nicht. Ob sie hier im Laden schon besser ist. So, hat sie tatsächlich eine... Ja, sie hat eine... Wow. Von 18 auf 34 sollten wir eigentlich kaufen. Boah, das ist eine heftige Steigerung. Ich würde sagen, wir warten erstmal, bis wir nach Lunaria sind. Da wird es wahrscheinlich auch einen Shop geben. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine Peitsche. Wenn nicht eine bessere. Deswegen gehen wir erstmal dorthin und gucken uns das an. Aber von 18 auf 34 ist eine ordentliche Zahl. Sollte ich mir überlegen. Ich kann mal einmal blocken, um zu sehen, wie viel Schaden sie macht. Und... sie macht 6. Oh, das Geräusch, wenn die Peitsche aufschlägt, hört sich total schwach an. Tut mir leid, ist aber so. Wenn unser Maxim nämlich draufschlägt, dann hört sich das ganz anders an. Zlitsch! Was kann sie denn sonst? Zwergenkraft. Füllt die KP um einige Einheiten auf... Ja, um einige Einheiten. Das hatten wir schon mal hier mit teilweise und da stand da 5. Teilweise ist also gleich 5 und einige wird wahrscheinlich 10 oder 15 sein. Das hatten wir schon mal. Zwergenkraft steht da auch extra drüber. Nee, nee, das ist total mickrig. Das machen wir schon mal gar nicht. Sonst... Hat sie Zauber vielleicht? Narkose, Funke? Die hat aber schon ziemlich viel. Auch Stärke hat sie auch. Der Funkenflug trifft deine Gegner. Ah, jetzt will ich mal ganz recht zurück machen. Ja, dann will ich nochmal abwehren und möchte mal gucken, wie viel sie denn heilt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob sie mehr macht als der Maxim. Würde Sinn ergeben zumindest. 48, sie macht... Also, sie ist anscheinend so eine Art... Ich würde sie jetzt mal gar nicht mal so in den Nahkampf... Ich denke mal... Ja... Das ist wahrscheinlich so eine Art Magierin. Das ist ja eigentlich typisch für weibliche Mitkämpfer. Würde ich zumindest... Ich kann auch nur Status hier vergleichen, oder nicht? Oh, der hat schon mehr Magiepunkte als wir und S-Level 7. Kann ich das irgendwie vergleichen? Da, Int und MGA. Ich glaube, eins von den beiden wird wahrscheinlich wird die Power von Magie stärken. Vermutlich Int. Das ist so typisch. 28, 38, 33. Jetzt gucken wir uns mal die hier an. 21 und 19. Die beiden Werte sind deutlich geringer als bei ihr. Deswegen gucken wir mal die Stärke. 47 ist wahrscheinlich die Stärke bei ihr. Viel weniger. Und ich kriege wieder Schuck auf. ja. Wow, 14. Da wird eine bessere Peitsche auch nicht viel wegmachen. Okay, dann können wir sie als Magierin einstufen. Und, die Brücke ist wieder ganz. Sehr schön. Die Brücke ist repariert. Der Weg nach Lunaria ist frei. Sehr schön. Dann gehen wir mal nach Lunaria. Zu zweit. Juhu. Dum, dum, dum. Wo gehen wir denn hin? Da oben ist nichts. Und? Ah, ich habe schon mit 9 Gegnern gerechnet. Ist ja sowas Typisches eigentlich. Dun, dun, dun. Aber anscheinend nicht. So, gehen wir mal nach hier unten. Dum, dum. Oh! Wow. Ja, da kommt mein Bomber zum Einsatz. Das ist natürlich cool, wenn man sowas hat, ne? Zauber. Drück mal. Ah, probieren wir mal direkt den. Kommt man nicht irgendwie Gegner mehr? Okay. So kann ich also... Oh, das wollte ich nicht. So kann ich also Gegner mehrmals... Ja, forget it. Oh, das war natürlich... Nur 60 bringen die 4 Fledermäuse. Okay, wir sind jetzt ziemlich... Jetzt geht's los. Jetzt fängt der Spaß richtig... Jetzt fängt der Spaß richtig an. Und da ist ein Baum. Was ist denn das? Da kann ich bestimmt rein, oder? Oh, tatsächlich. Wunderwald. Ach du Scheiße. Ich bin der Hüter des Waldes. Ihr müsst für das Kämpfen an, was ihr glaubt. Tut ihr das? Ja. Ich verstehe. Dann stellt euch für die Quelle. Es ist der heilige Platz des Kapselmonsters Formi. Formi. Nee, Formi. Egal. Wenn ihr einen gerechten Kampf führt, dann wird Formi sich euch gerne anschließen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, denn... Oh, schon passiert. Okay, was passiert?
Okay. Was ist das denn? Eine Wolke. Fomi akzeptiert dich. Pass gut auf ihn auf, er wird dir ein treuer Begleiter sein. Kapselmonster Fomi schließt sich an. Ist das nicht euch an? Ich kenne den Spruch nur, schließt sich euch an. Gib Fomi einen Namen. Ach du Scheiße. Kann ich den Namen noch irgendwie ändern? Dann nennen wir ihn Wolke. Aber Wolke ist langweilig. Wolke hieß auch. Ich bin. Oh, jetzt bin ich überfordert. Ich bin. Was? Wie bist du? Der sah für mich aus wie eine Wolke. Wie viel Platz haben wir denn hier mit den Namen? Oh, 5 nur? Nein, das war kein Name. Das war kein Name. Nein, der darf nicht so heißen. Bitte nicht. Nein, lass mich den Namen ändern. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist natürlich schön, wenn wir den Namen immer ändern können. 5 Buchstaben. Wolke hat W-O-L-K-E. Passt genau. Ich wollte ihn. Warte mal, wie sieht das Ding aus? Haben wir gerade hier. Wie sah das aus? Ich will hier raus. Raus will ich hier. Was ist das? Also, das sind auf jeden Fall diese Kapselmonster, die ich vorhin noch erzählt hatte. Mit diesen Sachen, wo man hier irgendwie zu Futter. Ja, Futter geben kann, genau. Oh, ist ja wirklich so. Okay, dann gucken wir uns das gleich mal eben an. Wie sieht das für mich? Also, sieht ein bisschen aus für mich wie Schaum, Zuckerwatte, Wolke. Schaum ist zu lang. Zuckerwatte ist auch zu lang. Ich finde, Wolke ist gar nicht mal so ein schlechter Name, oder? Boah, ich hätte gerne so eine Verniedlichung gehabt, wie so Wolki oder Wölkchen. Wölkchen wie Hängerchen und so, diese Werbung, die ich meine. Egal. Aber das passt leider nicht von den Namen her. Deswegen nennen wir ihn nur Wolke. Oder S oder. Wo ist das W? Da. Das O. Wolke. Wie ist der vorher A war, ne? Langweilig. Wolke. Wolke. Ist doch ein schöner Name. Vielleicht lasse ich mir noch was anderes einstellen. Einstellen. Ich meine, einfallen lassen, meine ich. Ach du Scheiße. Was ist weiter? Checke ich nicht. Ja, ich glaube, das war, man konnte die irgendwie so wie bei Pokémon und Digimon entwickeln und digitieren lassen. Und ich vermute mal, dass das hier, dass das sein mag. Was mich jetzt nur wundert, diese römischen Zahlen, die sind ja schön und gut. Warum ist denn da oben ein M? M ist doch, steht M nicht für eine höhere Zahl, ne? Futter, gucken wir mal nach. So, wie ging es mit dem Futter nochmal? So, da steht Mütze. Und ich glaube, was da steht, das wollte der haben. Habe ich eine Mütze zufällig? Ich glaube, ich habe eine Mütze an, ne? So, und dann konnte man denen das zu essen geben. Und wenn die Leiste, weil wo Meter steht, voll war, dann ist sie sozusagen digitiert. Ja, ich glaube, irgendwie so war das. Guck, da steht da alles. Da steht da alles. Name Wolke, Rang 1. Rasse neutral. Okay. Stamm, Fomi. Spezial 1 und 2, 3. Also wir haben bis jetzt, kann er nur den Fomi-Schlag. Ist Level 8, Erfahrung 1000 irgendwas. Keine Ahnung, warum er die hat. Gut, also zur Erläuterung, für den das gar kein Begriff ist. Also wie ich weiß, kämpft er jedes Mal mit uns mit. Also wir sind jetzt mittlerweile schon zu dritt. Und der hat auch wirklich kein, also mein, ich, so viel ich weiß, kommt man den nicht selber. Was ist im Hintergrund denn? Oh, guckt euch das mal den Hintergrund an. Wie geil. Oh. Durfte der nicht selber mitkämpfen und kämpft so ein bisschen, also der kämpft also für sich selber so zufällig, ich kann ihn nicht steuern. Und der hat auch keine Energieleiste oder sowas, der ist einfach nur da und macht mit. Und nach ein paar Treffern, also wenn er viel kassiert, ist er glaube ich auch weg gewesen. Weil der kommt nach jedem Kampf wieder neu oder sowas. So kenne ich das noch. Ja, das ist natürlich cool. Ich habe, glaube ich, nie alle. Ja, konnte ich ja auch nicht. Ich habe es ja nie durchgespielt. Also, ich hatte nie alle Kapselmonster. Ich fand die sehr cool. Besonders, ich glaube, die wurden auch ziemlich cool, wenn die später größer wurden. Und der ist jetzt sehr klein. Ich denke mal, der wird ziemlich cool werden. Obwohl, ich weiß nicht, was aus einer Wolke denn cool daraus werden wird. Aber Fomi sieht schon ziemlich cool aus. Ich meine, Wolke. Ja, da ist er. Unten rechts. Da ist er und macht jetzt mit oder sowas. So, jetzt probieren wir mal die Funke aus. Narkose war jetzt. Ja, Narkose wahrscheinlich einschläfern. Dann machen wir das mal auf den Bio- und Proto-Blob. Während Maxim hier den ersten Bio-Blob zerstört. So, Funke. Was ist denn das? Jo, auf jeden Fall ein Feuerzauber, aber ziemlich. Jo, okay. Der ist natürlich. Oh, der Fumischlag.
Puh, mit 28 ist er ganz schön gut dabei. Okay, der Funke war natürlich ein bisschen schlecht, weil er jetzt auf zwei Gegner aufgeteilt war. Deswegen halt bildet er sich so ein bisschen. Ja, wie man hier gesehen hat, also Fomi hat keine Energieleiste, gar nichts. Der schlägt von alleine zu. Also ist... Und kriegt auch eine Erfahrung. Cool. Wie es aussieht. Das ist natürlich cool. Ja, da freue ich mich.